Auf der Suche nach interessanten Weiterbildungsangeboten 50+, bin ich an die Universität Münster gefahren zu Dr. Mechthild Kaiser und Karin Göfert. Sie arbeiten an der Kontaktstelle Studium im Alter und sind zuständig für das Zertifikatsstudium Bürgerschaftliches Engagement in Wissenschaft und Praxis. Das Zertifikatsstudium geht über 4 Semester und ist abschlussorientiert. Beginnt jeweils zum Wintersemester, also einmal jährlich. Die Studierenden studieren insgesamt 26 Semesterwochenstunden und das verteilt auf 3 bzw. 4 Module. Es gibt 3 Wissenschaftsmodule. Das erste Modul ist das Modul Zivilgesellschaft. In dem zweiten Modul geht es um Kompetenzen bürgerschaftlichen Engagements und das dritte Modul umfasst dann die fachspezifischen Studien. Das heißt, dort werden Veranstaltungen besucht, die zum eigentlichen Engagementfeld passen und da eine Erweiterung bieten. Dann gibt es das Praxismodul und hier ist einfach gemeint die praktische Tätigkeit, die die Menschen vor Ort in ihren Heimatregionen dann ausführen. Zusätzlich gibt es ein Kolloquium, das 14-tägig stattfindet. Da finden sich alle Zertifikatsstudierenden eines Kurses zusammen und dabei geht es dann darum, die Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Modulen wie auch die praktischen Erfahrungen miteinander auszutauschen, zu diskutieren und das Thema bürgerschaftliches Engagement in seiner Entwicklung nochmal zu besprechen. Das eine ist natürlich bezogen auf die aktuelle Lebenssituation der Studierenden. Es geht darum, den Tag neu zu strukturieren, nach Berufstätigkeit oder auch Familie eine sinnvolle Aufgabe wiederzufinden, sich wissenschaftlich fortzubilden, das heißt den Horizont auch ein Stückchen zu erweitern. Und nicht wenige freuen sich auch darüber, dass es eine Vielzahl an neuen Kontakten gibt, bis hin zu intensiven Freundschaften, die gebildet werden. Während einige sich einfach freuen, dieser Herausforderung geschafft zu haben, mal wieder Prüfungen zu absolvieren und die dann auch erfolgreich zu absolvieren, nutzen einige durchaus das Zertifikat, um sich damit an Ehrenamtsstellen vorzustellen und zu sagen, ich habe hier schon mal was gemacht, wär ich nicht als Person interessant für Sie, bis hin, dass einige tatsächlich auch über das Zertifikat einen beruflichen Neuanfang gewagt haben. Wobei man sagen muss, dieses Zertifikat ist nicht berufsqualifizierend ausgelegt. Ja, weil die Studierenden ja dieses Angebot auch nach außen tragen, in ihre verschiedenen Tätigkeitsfelder und damit natürlich auch das Wissen in die Region tragen, die Universität in die Region tragen, da bekannt machen. Also von daher profitiert auch die Uni davon. Ich glaube, es ist wichtig, hochschulintern eine gute Kommunikation zu haben. Dieses Zertifikatsstudium ist ja verbunden mit Prüfungen, die auch absolviert werden. Das ist zum einen natürlich innerhalb des Kolloquiums, das heißt im Rahmen des Studiums im Alter möglich, aber zum viel größeren Teil erklären sich die Dozenten, die Lehrbeauftragten und Professoren der Universität dazu bereit. Und das ist natürlich eine zusätzliche Aufgabe zum herkömmlichen Lehrbetrieb. Und da ist es natürlich wichtig, diese Beteiligten gut zu informieren, um Verständnis zu werben. Zweiter wichtiger Teil ist, dass man kommuniziert mit Organisationen außerhalb, da deutlich macht, dass wir kein Konkurrenzangebot machen, was die speziellen Ausbildungen angeht. Denken Sie zum Beispiel an die Telefonseelsorge, die ja sehr speziell Beratungsfähigkeiten vermittelt. Das ist nicht das, was wir wollen und auch nicht das, was wir können. Wir möchten gerne, dass die
Fähigkeiten in den fachspezifischen Studien weiterentwickelt werden. Aber das Ganze soll einen wissenschaftlichen Hintergrund haben und vor allem gesellschaftstheoretisch auch begründet sein. Ich finde immer wieder beeindruckend, zunächst mal, wie sich die Menschen, die ja häufig aus sehr verantwortlichen Positionen auch kommen, in ihrem früheren Leben, sich aufeinander einstellen, miteinander ins Gespräch kommen und sich auch gegenseitig unterstützen. Das ist erstmal ganz allgemein gesprochen wichtig und schön, wenn ich es aus meiner Warte als Begleiterin sehe. Spannend fand ich jetzt gerade im Moment, dass jemand tatsächlich mit dem Zertifikatstudium eine berufliche Neuorientierung durchgeführt hat. Etwas, was nicht wirklich intendiert ist, aber was tatsächlich stattfindet. Ebenso spannend finde ich, wenn Menschen mir berichten, dass sie neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen hinzugewonnen haben und damit neu und anders ihr Engagementfeld ausüben können.